Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Vor einer ganzen Weile habe ich im Internet, ich glaube auf Telegram, einen Text entdeckt. Es ging um nicht zu Ende geliebte Menschen. Ich hatte das dann damals auch auf meinem Telegram-Kanal gepostet. Und ich möchte jetzt hier in diesem YouTube-Video gern diesen kleinen Text, der aus dem Russischen kommt, vorlesen. Ich habe mir erst überlegt, ob ich nur einen Teil dieses kleinen Textes vorlese. Der erste kleine Absatz könnte ein bisschen als Provokation gesehen werden oder als sehr rückständig. Aber ich möchte euch einfach mal den Text vorlesen und bin gespannt auf eure Gedanken und Meinungen zu diesem Text. Wie sehen die Auswirkungen für die Kinder aus, wenn die Mütter täglich irgendwo arbeiten gehen? Wer eine ewig arbeitende Mutter in seiner Kindheit und Jugendzeit hatte, denjenigen kann man als einen defekten Menschen bezeichnen. Wir sind jetzt fast alle defekt. Wir sind unvollkommen. Wir sind minderwertig. Das ist dieser erste kleine Abschnitt, den ich auch als etwas grenzwertig betrachte. Was passiert mit einem Menschen, wenn er in seiner Kindheit eine ewig arbeitende Mutter hatte? Er wächst als nicht zu Ende geliebter Mensch auf. Denn im Kindergarten wird ein Kind nicht geliebt. Da wird sich um das Kind gesorgt, weil die Erzieherin dort ihr Geld dafür erhalten. Wenn ein Kind bis zu seinem 5. Lebensjahr nicht von der mütterlichen Liebe umhüllt wurde, wenn es täglich keine Küsse auf den Popo bekommen hat, wenn es Fläschchen, aber keine Brüste bekommen hat, wenn keiner in der Nähe war, als der starke Wunsch danach war, eine liebende Mutter in der Nähe zu haben, so kann man sagen, dass dieses Kind sich zu einem nicht zu Ende geliebten Menschen entwickeln wird. Heute lebt eine ganze Generation von nicht zu Ende geliebten Menschen auf diesem Planeten. Was ist das größte Problem eines nicht zu Ende geliebten Menschen? Er trägt keine Liebe in sich. Er ist nicht in der Lage, die Liebe anderen Menschen zu geben. Wie denn auch, wenn er selbst keine Liebe hat? Ja, er gibt sich zwar Mühe, doch die vollkommene Liebe wird er nicht mehr abgeben können. Das war eine Übersetzung aus dem Russischen und ich bin natürlich jetzt sehr gespannt, was ihr von diesem Text haltet. Teilt gerne eure Meinungen, Gedanken, Erfahrungsberichte unter diesem Video. Ich hatte ja auch schon vor einigen Jahren ein Video veröffentlicht, da ging es um das bedürfnisorientierte Begleiten im Sinne von Familienbett, lange stillen und das Kind lange tragen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten. Ich habe versucht, schon von Beginn an meine Kinder bedürfnisorientiert zu begleiten und habe das alles praktiziert. Familienbett, lange stillen, langes tragen. Es gab damals auch einige Kommentare unter diesem Video, dass Mütter mir schrieben, ja, mein Kind wollte das aber nie, es wollte nicht getragen werden, es wollte nicht ins Familienbett, es wollte auch nicht lange gestillt werden, es hat sich ganz früh selber abgestillt. Oder dass Eltern erzählen, dass ihre Kinder ganz früh auch den Kontakt zu anderen Kindern suchen oder dass die Eltern meinen, die Kinder brauchen ganz früh die sozialen Kontakte mit gleichaltrigen Kindern. Wir leben ja auch in der heutigen Zeit, da ist Muttersein nicht wirklich anerkannt als richtige Arbeit. Und wenn man sich so bedenkt, als Mutter, gerade von kleinen Kindern, hört die Arbeit nie auf. Man ist 24 Stunden am Tag im Einsatz, auch nachts. Also ich habe zum Beispiel meine Kinder 3,5 Jahre fast oder 3 Jahre und 4 Monate gestillt. Und dann ist man auch nachts doch recht wachsam. Oder gerade auch im Winter, wenn die Kinder dann doch mal verschnupft sind und wachen nachts auf. Mein Jüngster hatte auch oft Wachstumsschmerzen nachts und ist dann aufgewacht. Also man ist immer präsent. Ich finde, Muttersein ist mit die wichtigste Berufung, die wir hier auf dieser Erde haben. Den Kindern eine gewisse Basis mitgeben. Gerade die ersten 2, 3 Jahre sind so wichtig, um auch das Urvertrauen zu entwickeln, um eine stabile Basis für sich zu entwickeln. Die meisten Kinder werden schon mit 1, 2 Jahren abgegeben in die Betreuung, oft auch aus wirtschaftlichen Gründen. Der Arbeitsplatz wird vielleicht nur 1 Jahr freigehalten oder die Mütter wollen auch wieder aktiv in ihren Beruf zurückkehren. Das ist ja auch nicht verwerflich. Ich würde mir nur wünschen, dass Muttersein wirklich auch gleichwertig zu anderen Berufen steht. Also wenn sich eine Frau aus freiem Stücken von vollem Herzen entscheidet, Mutter zu sein und die ersten Jahre wirklich für ihr Kind oder für ihre Kinder
da zu sein, dass das wirklich auch uneingeschränkt akzeptiert wird. Als ich mit meinem jüngeren Sohn 2,5, 2,75 Jahre zu Hause geblieben bin, kam dann oft die Frage von einigen aus meinem Bekanntenkreis, wann machst du endlich mal wieder was Richtiges, so was Richtiges arbeiten? Also diesen Menschen war gar nicht der Wert bewusst, den eine Mutter in die Betreuungszeit ihres Kindes steckt. Das waren kurz meine Gedanken dazu. Ich meine, das ist eine Thematik, da könnte man stundenlang darüber philosophieren und debattieren. Mich interessiert vor allem eure Meinung zu dieser Thematik. Bedürfnisorientiertes Begleiten ist durch meine Söhne schon länger ein wichtiges Thema für mich und ich habe schon seit langem auf meiner Video-Ideenliste die Thematik hört bedürfnisorientiertes Begleiten mit der Schule auf. Wir haben ja hier in Deutschland die Schulpflicht, die auch an eine Präsenzpflicht gekoppelt ist. Also das Kind muss in einem Schulgebäude beschult werden. Und da sind wir auch, oder da bin ich auch mit meinen Kindern an gewisse Grenzen gestoßen. Und ich bin mir noch nicht so sicher, wann ich diese Thematik auch hier für YouTube aufgreife. Aber das habe ich auch schon länger im Hinterkopf. Und gerade jetzt diese Thematik von nicht zu Ende geliebten Menschen, gerade wenn die Mutter dann auch in frühen Jahren nicht mehr so präsent ist, das verbinde ich immer mit bedürfnisorientierten Begleiten und muss dann auch so an meine eigenen Erfahrungen mit meinen Kindern denken. Das hört ja nie auf. Die ersten Jahre sind wichtig, aber dann auch mit 6, 7 Jahren, wenn die meisten Kinder eingeschult werden, ist bedürfnisorientiertes Begleiten auch immer noch wichtig. Und da bin ich mit der Schulpflicht, mit der Schule schon oft an Grenzen gestoßen oder wir als Familie an unsere Grenzen. Das war's erstmal von mir. Ich freue mich sehr über regen Gedankenaustausch unter diesem Video. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.